Herzlich willkommen bei Tim trifft den Mauam Jetix Kids Cup. Hallo, guten Tag, die Stimmung ist stark bei unserem Jetix Kids Cup. In der Bundesliga-Sommerpause gibt es zum Glück für alle Fußballfreunde schon seit Jahren unser tolles Turnier. 2009 mit Nationalspieler Piotr Trochowski. Fußball und die Stars am rollenden runden Leder sind ja sowieso der Dauerbrenner bei Tim trifft. So waren wir zum Beispiel mit den Europameistern Thomas Helmer, Mehmet Scholl und Freddy Bobic verabredet. Das ist das angenehmste Interview, das ich je gemacht habe. Das ist klar, denn hier sind zwei Fußball-Star-Kollegen unter sich. Wir sind Freddy Bobic und Bernd Schuster. Aber auch mit Weltmeistern wie Julio Cesar und Uli Hoeneß. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Und vielen internationalen Profis wie Daniel van Beuten, Philipp Lahm, Michael Ballack und dem Interpreten eines meiner absoluten Lieblingslieder. Ich rocke! Rocke Santa Cruz. Viel Spaß noch. Die Helden der heutigen Sendung sind aber keine altgedienten Profis, sondern die Stars von morgen. Also die Jungs und Mädels, die in unseren 8 Vorrundenturnieren des Mauam Jetix Kids Cup um den Einzug ins große Deutschlandfinale gekämpft haben. Und der Mann, der diese fantastische Fußballveranstaltung immer wieder so super organisiert. Mein Kollege und Freund Jan Witt. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Jetix Kids Cup hier. Der Jetix Kids Cup ist eine Kinderfußballveranstaltung für Kids bis 13 Jahre. Bundesweit sind wir jetzt unterwegs gewesen in 8 Städten. Spaß, Sport, Spannung ist angesagt und auf dem Cup wird wirklich gekämpft, denn es geht ja schließlich um was. Ja, wir fiebern dem großen Deutschlandfinale in Dortmund entgegen. Wir suchen die besten Nachwuchskicker und es geht um den Einzug ins große Deutschlandfinale. Hier wird gekickt! Bei Mauam Jetix Kids Cup wird natürlich nach Hallenregeln gespielt und die Mädels beweisen nochmal eindrucksvoll, warum Frauenfußball seit Jahren immer mehr am Kommen ist. Der Cup hält uns fit, jeder macht mit, egal ob Mädels oder Jungen, das ist doch klar und wunderbar, am Ende wird gesungen. Der Jetix Kids Cup ist im 10. Jahr am Start und wir feiern hier in 2009 dieses grandiose Jubiläum mit ganz tollen Partnern wie zum Beispiel Mauam oder Nintendo oder auch Match Attacks mit Fußballkarten, Nerf mit einem Hindernisparcours, Bravo Sport als Medienpartner und Tramondi Wilde Kerle als Ausstattungspartner in 2009. Bei Mauam Jetix Kids Cup haben wir natürlich immer ein fantastisches Rahmenprogramm aufgeboten und ganz besonders gerne gehe ich ins Nintendo-Zelt, denn hier kann man viel entdecken. Zum Beispiel die neue, total tolle, tragbare Konsole Nintendo DSi und die hast du dabei. Was sich reimt, ist ja bekanntlich gut. Hallo. Hi Tim, magst du sie ausprobieren? Ja gerne, was kann man da so alles machen? Also hier kannst du Fotos aufnehmen, einmal hier dich selber und, oder einmal den Kameramann, die Außenwelt. Oder du kannst hier deinen Sound aufnehmen. Kann man da seine Stimme auch verändern? Ja, da kannst du die Stimme verändern. Du kannst sie verdünnen oder halt höher machen, tiefer machen. Das klingt ja lustig. Vor allen Dingen suchen wir aber den Nintendo-Nachwuchsreporter. Ja, und hier bin ich und ich stehe hier live in Kiel. Und hier ist unser Glücksrad. Eine Frage hätte ich da noch. Was kann man zum Beispiel mit dem Kind? Ja, man kann hier so einen ganz tollen Mao am Tag gewinnen. Ich bin der Andreas und ich bin hier euer Glücksbote und probiere auch mal unsere guten Sticks. Das Rahmenprogramm unseres Mauam Jetix Kids Cup begeistert natürlich auch meinen Freund Goleo, der als Fußballexperte seit der WM 2006 in Deutschland immer dabei ist. Goleo, was magst du machen? Er ist anscheinend ein bisschen schüchtern. Ach, er möchte natürlich bei Andi von Mauam am Glücksrad drehen. Hallo. Hallo Goleo, grüße dich. Ich mag am Glücksrad drehen. Goleo, auch du musst dich hinten anstellen. Gleiches Recht für alle. Natürlich, dann wünschen wir dir erstmal toi toi toi. Wer bist du? Christina. Was hat Christina jetzt gerade erdreht? Leider nur den Trostpreis. Aber die Trostpreise sind auch lecker. Das sind nämlich die Chutus und die Fruity Sticks. Die sind sehr lecker. Dann gehen Goleo und ich jetzt mal einen Button machen. Ah. Hallo Goleo, na mein Freund. Goleo möchte gerne einen Mauern-Button. Sehr gern. Soll ich ihm einen machen, oder? Ja, der Goleo kann leider nicht basteln. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber das ist kein Problem, dann mache ich dir einen. Hier könnt ihr nämlich nicht nur am Glücksrad drehen, sondern auch tolle Mauern-Buttons machen. Und das geht so. Boah, Goleo, der sieht spitze aus. Vielen Dank. Bitte sehr gern. Und wohin kriegt er den jetzt? Machen wir dir ans Trikot.
Leo ist ja einer der Vertreter der Fraktion Trikot, aber keine Hose. Wem's gefällt. Vielen Dank. Mauam ist in diesem Jahr unser Titelsponsor und wir freuen uns, dass wir mit allen Partnern einen Super Cup dieses Jahr hinbekommen haben. Unser Rahmenprogramm bei Mauam Jetix Kids Cup ist natürlich sehr abwechslungsreich, wie sich's gehört für ein tolles Turnier. Und hier im Nerf Dome könnt ihr eure Geschicklichkeit unter Beweis stellen und auch eure körperliche Fitness. Hi. Hi. Hi Tim. Was kann man bei euch erleben? Bei uns kann man erleben, dass man durch Parcours geht, dass man Ziele trifft. Man kann alles Mögliche gewinnen und Spaß haben. Das ist ja fantastisch. Und Spaß haben ist genau das Motto, unter dem unser gesamter Turniertag steht. Und auch die Mädels vom Bayerischen Fußballverband beweisen an der Wii, wie fit sie sind. Wow. Hallo, ich bin's, der Oberbürgermeister der Stadt Bayreuth. Ich wünsche allen, die hier mitmachen und allen Zuschauern einen wunderschönen Tag und ganz viel Freude. Viel Spaß an diesem Fußball-Event und die Jungs machen super mit. Spiel ab, mach nicht schlapp, steil vor, mit Zug zum Tor. Links, Pass zur Flanke, klar, das bringt's. Wir wollen Fußball spielen. Beim Mauam Jetix Kids Cup freuen sich Gole und ich natürlich immer über wunderbares Wetter, also über den strahlend blauen Himmel, den wir heute in Bayreuth erleben dürfen und darüber, dass sich die Mannschaften mit fairen Mitteln duellieren. Bei Mauam Jetix Kids Cup ist es wirklich unglaublich spannend. Man muss, glaube ich, kein Prophet sein, um zu sagen, dass dieser Treffer wahrscheinlich die Vorentscheidung war. Aber im Fußball ist ja immer alles möglich. Beide Mannschaften schenken sich hier nichts. Um jeden Meter wird gefightet. Es ist ein packendes, ein ausgeglichenes Duell. Eine wirklich abwechslungsreiche Partie. Der Ball ist freigegeben und gehalten. Alle Augen richten sich immer auf unsere Schiedsrichterinnen, die oft knifflige Situationen zu entscheiden haben. Im Zweifelsfall gilt natürlich immer das Wort des Mannes oder der Frau mit der Pfeife im Mund. Schiri, wir wissen, wo dein Auto stand. Es war voll getankt. Hat schön gebrannt. Es hat gut gebrannt. Die kompetenten Ansprechpartner zu allen Fragen zum Spiel und zu den Regeln sind natürlich unsere Jungs von der Turnierleitung, die eine ebenso bravouröse Leistung abliefern wie die Schiedsrichter dafür nochmal. Vielen Dank. Beim Jetix Kids Cup macht keiner schlapp. Wir kämpfen und wir spielen stets vor das Rohr. Unsere Mannschaft muss vor, um viele Tore zu erzielen. Die Kids kicken hier mit Emotionen, der Court kocht, es ist spannend und es wird richtig heißer Fußball gespielt. Der Jetix Kids Cup fördert Werte wie interkulturellen Austausch, gesunde Lebensart und natürlich Fair Play. Denn hier geht es um Fußball und da wird fair gespielt. Sport und Spiel stehen natürlich im Mittelpunkt unseres Vorrundenturniers. Wir fiebern dem großen Deutschlandfinale in Dortmund entgegen. Wir suchen die besten Nachwuchskicker und Ende August ist es endlich soweit. Dann wird in Dortmund gekickt. Sie sehen hier, das ist Tim. Das ist Tim von Tim trifft. Kennen Sie doch vom Jetix Tim. Ja? Das ist Dennis. Das läuft meistens immer bei Premiere. Dennis weiß Bescheid. Ja, ich hab Premiere, und der Junge und der Mann hier ist sehr nett, wie Sie gerade sehen, und gibt uns allen hier ein Autogramm. Mario. Ich wasch die Arme auch nie wieder. Und wir sind gespannt, welche Mannschaft sich hier fürs Finale qualifizieren wird. Denn im Finale kann man ja das Ticket für das Deutschlandfinale in Dortmund lösen und dann vielleicht den großen Pokal mit nach Hause nehmen. Die Spannung erreicht ihren Siedepunkt und da liegt das nächste Tor in der Luft. Da fällt's auch. Tor! Und so sehen Sieger aus. Herzlichen Glückwunsch. Nach viel Mühe bei den Vorbereitungen freuen wir uns, dass die Vorrundenturniere alles so super gelaufen sind und fiebern dem großen Deutschlandfinale in Dortmund entgegen. Wir kommen nach Dortmund! Dort wird es ein großes Fußballfest geben, unterstützt von Piotr Trochowski, unserem Fußballpate, und DJ Ötzi. Das war sie schon wieder, unsere Sondersendung über den Mauam Jetix Kids Cup. Wir freuen uns aufs Finale und auf die nächste Ausgabe von Tim trifft. Ganz besonders, wenn du dann wieder einschaltest. Ciao!